Leute, was geht? Zockermasse, die ist am Start und heute zocken wir mal ein neues Spiel. Wood and Floor heißt das Spiel. Ich weiß generell gar nicht, was das ist. Aber wir werden es gleich erfahren, wenn ich auf Play drücke. Das Spiel habe ich auf Steam gekauft. Also, jetzt nicht gekauft, sondern es gibt eine Internetseite. Und man konnte da 10 Schlüssel kaufen, Keys, für knappe 3 Euro nur. Und da ist hier das Spiel dabei. Dann drücken wir jetzt einfach mal auf Play. Ich weiß noch nicht, was uns da erwartet. Ich glaube, das ist ein Horrorspiel, aber... Wieso günstig? Auf Englisch, natürlich. Das sind ja fast eh alle Spiele. So. Oh, von der Grafik her... Sieht das schon gut aus. Wir gucken uns an Anfang erstmal ein bisschen um. Press to us okay. Also ich kenne generell kein Englisch, das muss ich euch mal sagen. Warte mal. Erstmal die Steuerung. So, das ist so. Das ist normal. Das ist springen. Ach so. Sneaken ist auf. Nee, T will ich ja nicht. Weil es gab auch keine Optionen hier in diesem Spiel. Also Kamin. Wie sieht's denn hier draußen aus? Schön, schön. Kann man hier den Schrank aufmachen? Ne? Alles klar. Oh. Amen. Gut. So. Flasen. Aha. Ajo, ne, hab. Müssen wir. Ah. Mit E öffnet man das alles. Eimer. Hey. Okay, jetzt versuchen wir mal. Ich kann mich nicht sneaken. Ich weiß noch nicht wie. Kann ich hier was mitnehmen? Nee. Okay, Leute. Wir gehen mal hier die Treppe runter. Alter. Ich habe ja euch gesagt, dass ich jetzt irgendwann mein Horrorspiel aufnehme. Kräutermischung. Ich bin high. Aha. Da, also das bin ich. Okay. Kann man hier Bücher nehmen? Ne? Liegen überall Zettel rum? Hallo? Kann ich den Kamin aufmachen? Das wäre zu schön. Ah. Gelockt ist die Tür. Denn mein Mutter. Flur. Alles klar. Okay. Ist hier die Tür auf? Boah. Okay, die Tür ist auch auf. Gibt's hier noch was, was ich hier erkunden kann? Okay, auf die Tische kann ich schon mal. Darf ich die mitnehmen? Ich will die mitnehmen. Scheiße. Kanne. F. Ne? Dann mach ich die wieder zu. Alter. Okay, da bin ich schon wieder. Hallo, ich bin der Herbert und... Ja. Guck nicht so, du Schwein. So.
Aber schon geil gemacht, das Spiel. Ja, Schimmel überall, das ist ja natürlich klar. Oh, da ist ein roter Vorhang. Alles klar. Wow, Alter. Kommt, fickt euch doch. Ey, da war doch bestimmt was drinne. Jetzt kann ich das nicht mehr aufmachen. Alter. Wann kriege ich hier nichts mehr auf? Boah, hab ich mich wieder erschreckt hier. Okay, muss irgendwas sein. Ist das hier der Puffraum? Ah, da ist der Schlüssel. Wenn ich jetzt zu so dieser Tür hingehe, da hinten, da ist eh bestimmt einer. Also, ich hab schon ein bisschen Schiss, ne? Kann ich die Flasche nicht aufnehmen? Okay. Dann gehen wir mal rein. Hallo? Hallo? Ist das hier das Spielezimmer oder was? Please isn't me angry. Ja, was soll ich jetzt hier drinnen machen? Wieder dieser Totenkopf. Diese Flasche da, diese. Ich teste mal gerade alle. Ups. Dann mach wieder zu. Mein Gott. Ist das irgendwas hiermit zu tun? Ich weiß es nicht. Muss ich wieder hoch oder was? Ich weiß jetzt hier gar nichts mehr. Okay, den Koffer kann ich auch nicht aufmachen. Wohin geht's denn hier? Wieder so ein komisches Buch, Alter. Alter, ich weiß nicht weiter. Was muss ich machen? Mach doch mal die scheiß Schränke auf.
Ach, wie geil. Oh. Es geht auch nicht auf. Was muss hier doch sein? Kann ich hier rausspringen? Nee. Mein Gott, dieses Knarksen. Da liegt Geld. Gut, ne? Muss ich jetzt die Bücher einsammeln, die roten? Ich gehe jetzt hier alles ab. Sollte ich das Buch jetzt hier unten hinlegen? Oder was? Was hat sich damit auf sich, Alter? Hier nix? Hier auch nix? Hä? Keine Ahnung, Leute. Aber ich sag mal, das war's bis hierhin. Ich informiere mich mal, wie es weitergeht, weil das ist ja hier. Ich weiß ja sonst wirklich nicht, wie man hier weiterkommen soll. Und ja, ich sag mal, das war's von dieser Folge von Wood and Floor. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao mit V.